Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, mitten aus unserem Alltagschaos. Ja, bei uns sieht es gerade so aus. Mein Mann ist auf Telefonieren, Mochi ist da, die Kinder sind im Wohnzimmer. Koffer liegt da so halb offen. Ja, was bedeutet das? Wir sind quasi auf dem Sprung. Heute Nacht geht es los, ab in den Urlaub. Ich freue mich so sehr darauf. Ja, ich weiß, du möchtest auch Hallo sagen. Dann sag einmal Hallo, Mochi. Für uns geht es endlich wieder nach Bayern. Da waren wir zuletzt da, ich glaube vor einem Jahr, zwei Jahren. Da war Anastasia noch ganz frisch und da waren wir ja noch einmal in Bayern. Aber es war kein richtiger Wanderurlaub, weil ich sie gerade frisch geboren hatte und ich konnte nicht so richtig mitwandern. Aber jetzt gibt es wirklich wieder Wanderurlaub bei diesem Wetter. Es ist wirklich nicht schön, aber Justus hat mir versprochen, dass es in Bayern gerade richtig schön ist mit Sonnenschein und so. Lassen wir uns überraschen. Ich habe auf jeden Fall auch Regenklamotten und auch Schneeklamotten eingepackt, denn wenn wir in Bayern wandern waren, dann hatten wir auch schon mal Schnee auf den Bergen. Und am nächsten Tag war wieder Sonnenschein und richtig warm. Wenn man auf die Berge geht, dann muss man wirklich für alles gewappnet sein. Was denn? Da ist nichts mehr, Mochi. Ja, und warum steht das hier so voll? Das kann ich ja auch mal kurz zeigen. Dieser ganze Krimskrams hier, den du siehst, der ist normalerweise komplett versteckt. Und zwar da. Es war immer hier unter unserer Treppe versteckt. Vielleicht erinnerst du dich, vor dem Umbau hatten wir hier eine komplett offene Treppe. Hatten da quasi auch den Platz überhaupt nicht nutzen können. Und deswegen haben wir uns jetzt zum Umbau hin entschieden, dass wir das hier zumachen. Und dann so ein bisschen wie Harry Potter da reingehen können. Ich habe hier jetzt leider keine Vorher-Aufnahme gemacht. Ich habe das für Instagram gemacht. Ein Reel kommt dazu noch als Vorher-Nachher-Vergleich. Da kannst du mal gerne vorbeischauen. Aber wir hatten hier eigentlich so zwei Türen, die so links und rechts aufgehen. Und dann konnte man da quasi reingehen und da haben wir dann diese Schiebewagen gehabt. Wir hatten zwei Stück davon. Tut mir leid, oben ist auch noch gerade die Wäsche fertig geworden. Die letzten Sachen so kurz vorm Urlaub müssen auch gemacht werden. Mochi, da ist nichts mehr. Du klimperst da so. Also zwei Wagen davon waren da drin, aber es war trotzdem so umständlich. Auch wenn man sie so rausschieben kann, sind wir da immer so halb reingekrabbelt und das war irgendwie doof. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen das jetzt nochmal umbauen. Und zwar, es ist jetzt gerade fertig geworden und ich bin so aufgeregt. Ich habe das selbst auch jetzt gar nicht auch gemacht. Okay, wir gucken jetzt einmal. Und zwar sind das jetzt Lastenschubkästen. So hat Justus das genannt. Also man kann sie wirklich bis zum Anschlag hier rausziehen. Also man muss da nicht noch irgendwie reingreifen, reinkrabbeln oder so. Sondern man hat die komplette Fläche. Und guck mal, es ist auch richtig schön tief. Dadurch kann man da wirklich viel reintun. Und das sind jetzt insgesamt vier Schubkästen. Und ich freue mich so sehr darauf, die jetzt alle einzuräumen. Und obwohl das ja weniger Platz ist, ne? Weil dadurch, dass wir hier zugemacht haben und da den Platz nicht mehr haben für so einen zweiten Wagen, glaube ich, dass da alles reinpassen wird. Hier, unsere ganzen Nudeln kommen da rein. Man sieht, dass wir die gerne mögen. Und das mache ich jetzt mal fertig, damit wir den Krimskrams hier einmal los sind. Dann habe ich es hier wieder picobello. Ich muss erst nochmal selber schauen, in welcher Reihenfolge ich das jetzt in die Schubladen reinräume. In welcher Reihenfolge? Ach, mein Mann. Sie sagen, oben die Sachen, die wir häufig brauchen, und unten die Sachen. Und welche Sachen brauchen wir häufig? Nein, jetzt eine Fangfrage. Was ist das? Irgendwas von dir. Das ist aus deiner Küche. Aus deinem Apothekerschrank einfach. Oh. Ja. Ja. Das kommt jetzt wieder rein. Aber oh. Nein, was machst du denn da? Das kommt jetzt wieder da rein. Das braucht doch kein Mensch. Ja, das ist auf dem Dachboden. Hast du schon gesagt, dass er 70 Kilo, also so ein Schwerlastdinger, ne? Also kannst du ein Baby reinlegen. Oder ich kann mich auch. Du kannst dich auch reinlegen, aber du legst dich bitte nicht da rein. Wenn es runterkackt, dann wissen alle, dass du mehr als 70 Kilo legst. Was macht Anastasia denn da jetzt? Wir haben das als Höhle entdeckt. Was ist denn da jetzt los? Ja, haben die Kinder was zu verstecken. So wie Harry Potter, ja? Ja, also hat der Tisch auch gesagt. Harry Potter Style. Einfach, was ist denn hier schon wieder? Und bist du denn so eklig? Ja, ich habe draußen die Bewässerungsanlage abgestellt und alle Sachen angemacht. Oh, das ist mir leid. Das heißt, was ist denn passiert? Das ist der Hund. Okay. Ich räume jetzt die Nudeln natürlich oben rein, weil die sind ja wichtig. Erste Schublade mit den wichtigsten Dingen, nämlich unsere Feiernudeln. Die erste, du hast jetzt die zweite.
Oh, da oben ist ja noch eine Schublade. Oh, so viele Schubladen. Ja. Gott, wie viele Nudeln wir haben. Ja? Nicht, aber so eine Box kann ich schon da rein tun. Da kann ich dann die Nudeln einzeln rein. Die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Okay, Justus möchte unbedingt da die Kartoffeln rein. Ja, die Kartoffeln rotten doch dann. Und dann stinkt das. Rotten doch. Wir haben noch zwei Dinger. Da passen die auch rein. Da passen aber nicht deine Karotten rein, Justus. Super. Unter der Treppe wurde extra die Fußbodenheizung nicht installiert. Das heißt, der Nudel ist immer ein bisschen kühler. Also wir probieren ja immer auch neue Nudeln, aber ich muss sagen, mir schmeckt das alles nicht. Mir schmecken wirklich nur die hier und die anderen schmecken nicht irgendwie. Weiß ich nicht, schmecken einfach nicht. Tada! Oh, da sind die! Ach, das können wir doch eigentlich auch benutzen als Schublade, ne? Ja. Schubladeneinsatz. Das wollte ich für die Kartoffeln. So viele Kartoffeln haben wir nicht. Nein, aber da ist eine Zwiebel und manchmal kennt ihr das, fängt an mega zu stinken, dann ist da eine Kartoffel, die rottet. Oder eine Zwiebel, noch schlimmer. Was hat er gesagt? Das ist für Hotpot. Nee, das ist für Kimchi. Das ist nicht für Hotpot, Justus. Da kommt mein ganzer Asia-Markt-Zeug rein. Das ist ja noch so eine... Wie sieht das denn hier aus? Wir müssen mal wieder zum Asia-Markt. Ich habe ja gar nichts mehr. Das ist so eine Fertigmischung für Kimchi, wenn man das selber machen möchte. Da muss man das nicht selber mischen, weißt du, mit diesem Chili-Pulver, diesen ganzen Gewürzen, die man dafür braucht. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, also muss ich doch mal machen. Okay, erste Schublade. Ich würde sagen, bis oben hin voll genutzt. Ja, das ist ein kompletter Wagen, ne? Ja? Mhm. Nee. Also doch, das ganze Ding oben, dann ist der Stöfchen noch von dem anderen Wagen. Und dann noch die ganzen Nudeln, die ja auch in dem anderen Wagen drin waren. Also sind das drei Fächer von dem Wagen. Cool. In einem. Nee, wir haben echt erst überlegt, ob sich das lohnt, den Umbau. Ja, weil das hat ja unser Lieblingsschreinermeister gemacht, der ja auch nicht gerade günstig ist. Aber der macht immer picobello, richtig gute Arbeit. Aber ich finde jetzt schon, es hat sich gelohnt. Sieht viel besser aus. Und wie gesagt, wir müssen da nicht ständig reinkrabbeln. Nicht reinkrabbeln, dann ist es direkt hier. Und der Stauraum ist einfach mehr. Okay, ich bin fertig. Cookie Maus hat mir die ganze Zeit geholfen. Seelischen Beistand geleistet. Du siehst hier Cookie Maus. Du siehst hier Cookie Maus. So, jetzt zeigen wir einmal, was wir hier Schönes eingeräumt haben. Die erste Schublade hast du ja schon gesehen, aber ich zeig's dir trotzdem nochmal. Ta-da-da-da! Asianudeln. Ein Paradies. Dann zweite Schublade. Da habe ich jetzt so ein bisschen Konserven. Passierte Tomaten, weißt du, das muss man auch immer zu Hause haben, so Nudeln. Da kann ich jetzt auch immer ganz gut sehen, okay, was fehlt, was brauche ich neu, was brauche ich nach. Zum Beispiel habe ich jetzt noch so eine Box geplant für Zwiebeln. Ja, ansonsten, wie gesagt, so ein paar Sachen, ne? Dosensachen. Und auch Sachen, die schnell leer gehen, die wir öfters nachbrauchen, die habe ich jetzt auch hier drin. Tee und Marmelade etc. Schublade ist übrigens nicht ganz voll, wie man sieht. Da passt noch was. Dann dritte Schublade. Da habe ich jetzt ein bisschen noch was zu futtern. Das, was Opa mitgebracht hat. So ein paar leckere Sachen noch. Dann habe ich hier auch schon, ja, direkt so große Sachen reingepackt. Das verschiebe ich hier nochmal, dass es irgendwie besser, wenn alles auf einer Seite ist. Was ist denn das? Achso, Puffer-Gar. Okay. Genau, die sind so lecker, ne? Es sind nicht mehr viel übrig. Noch drei Stück. Die sind so lecker. Okay, ja, das ist so die Schublade jetzt. Ist auch noch nicht ganz voll. Können wir ruhig noch voller packen. Aber mehr gibt es nicht. Und letzte Schublade sieht jetzt aktuell so aus. Da sind jetzt meine neuen Pfannen drin. Die habe ich ja auch schon in Unreal, glaube ich, gezeigt. Und die sind so toll. Dieses komplette Topfset habe ich mir gekauft. Ich verlinke das einmal unten in der Infobox. Da fragen mich immer alle nach, wenn sie das bei mir sehen in Aktion. Und die Pfannen sind wirklich toll. Die sind auch Induktionsherd geeignet, weil wir haben ja so ein Induktionsherd. Das war mir super wichtig. Werden super schnell warm. Und die Griffe sehen so holzig aus. Sind sie aber nicht. Sind ganz normal aus, ja, Plastik. Und die Deckel, die passen auch hier überall drauf. Dann war auch noch so ein Pfannenwender mit dabei, auch so farblich passend. Also das finde ich halt auch so mega schön. Und auch die Kelle war mit dabei und hier so eine Zange. Und ich finde das so schön. Also ich liebe ja so ästhetische Küchenartikel.
Jetzt habe ich endlich so ein komplett weißes Set. Also ich liebe es. Und darunter ist noch mein Lieblingsschneidebrett. Der ist so dick und schwer. Der gehört dann da rein. Ja, das war's. Die Ecke ist jetzt auch endlich wieder frei. Alles weggeräumt und vor allen Dingen auch viel mehr noch reingeräumt jetzt. Weil die Pfannen waren vorher da in der Küche. Die haben wir jetzt da reingeräumt. Ich bin super happy, muss ich wirklich sagen. Also Justus, ich hatte wirklich hin und her überlegt, ob wir das überhaupt jetzt noch bauen lassen. Es ist ja immer noch meine Investition, aber es ist perfekt geworden. Da passt so viel rein. Ich lege mich jetzt hin für eine Stunde. Okay. Justus muss heute Abend ja noch lange fahren. Ich weiß auch gar nicht, warum er das immer machen muss. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren und mit dem Auto fahren und wirklich sehr, sehr lange fahren, das müssen wir dieses Mal auch wieder, dann will er immer in der Nacht fahren. Dann sagt er mal, ja, ich wecke euch dann so um 3 Uhr nachts und dann fahren wir die Strecke durch und dann sind wir da und alles ist toll. Und jedes Mal ist das so eine Odyssee, weil dann irgendwo Stau ist, ungeplant eine Baustelle, das da kommt man nicht voran. Genau, deshalb fahre ich in der Nacht, weil dann wenige Leute unterwegs sind. Also man kommt eigentlich schneller durch. Das letzte Mal hat es nicht geklappt. Geh doch jetzt dich hinlegen. Warte, warum ich wollte musst nur sagen, du denn jetzt extra herkommen? Ich mache das, weil wir da hinten 4 kleine Kinder haben oder 3 kleine Kinder haben. Und dann ab der 2. Stunde Autofahrt, dann wird es anstrengend. Dann wird gefragt, wann sind wir da? Und so, ja, in 6 Stunden. Das stimmt. Ja, dann sind die Kinder etwas unruhig. Das stimmt. Du, der Einzige, der immer unruhig ist bei so einer langen Fahrten, ist mein Mann. So, das ist der, ja... Wander... Aua! Der setzt sich hier immer auf meine Füße. Monchi, du bist ein bisschen zu schwer dafür langsam. Okay? Monchi freut sich auch schon auf die Berge. Ihm wird das da gefallen. Ja, das ist schon mal der Wanderkoffer. Oder wie nennt man das jetzt? Da haben wir jetzt alle unsere Wandersachen reingepackt. Also Wanderschuhe, Wanderklamotten, Wanderstöcke, siehst du hier. Wanderjacken. Also haben so ein bisschen... Ausrüstung, ich sag jetzt mal, für schlechtes Wetter. Regencapes sind da auch mit drin. Genau, damit wir da auch durch schlechtes Wetter gut durchkommen. Mal kurz ein bisschen aufräumen. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Anastasia malt jetzt einfach Gesichter. Erkennst du das? Auge, Auge, Mund. Hier hat sie auch Ohren gemalt und eine Nase und Haare, es ist so krass. Das war so lustig. Vorgestern war das, ne? Da hat Justus zu mir gelaufen gekommen und meinte, oh, du glaubst es nicht, du glaubst es nicht. Und dachte schon, was ist denn los? Und dann meinte er, ja, Anastasia malt jetzt Gesichter. Und ich so, was? Und dann zeigt mir so ein kleines Bild. Also am Anfang war das wirklich nur so ein kleiner Kreis. Punkt, Punkt und so ein Strich habe ich auch auf Instagram gezeigt. Und seitdem malt sie auch noch ja, Ohren und alles dazu. Total krass. Und du weißt ja, wie ich bin. Ich bin ja gleich immer total Feuer und Flamme. Also wenn ich irgendwie merke, okay, ein Kind, da ist klar, hat er so ein kleiner Funken und Interesse in irgendetwas, dann mache ich alles, damit eine Förderung nicht auf der Strecke bleibt, weil ich mir das ja nicht sagen lasse. Es ist ja auch meine Aufgabe als Mutter, dass ich meine Kinder immer unterstütze. Und deswegen habe ich direkt mal hier den Bastelwagen ausgepackt. Das ist ja noch der alte von Elisa. Den hatte ich damals für Elisa gemacht. Aber ich kann ihn dir mal zeigen, weil ganz viele haben mich gefragt, was das für ein Rollwagen ist. Also den kriegt man bei Ikea. Den habe ich da gekauft. Und dann habe ich noch so diese Einsätze gekauft. Das ist richtig doof. Das kann ich nicht empfehlen. Also eigentlich hatte ich das so, ne, so eingehangen. Dann kannst du da so ein paar Sachen reintun. Ich hatte da jetzt auch Blätter drin, aber das fällt ständig ab, zumindest hier an der Seite hier. Vielleicht kann ich das noch an die Seite machen. So, da fällt es dann nicht so schnell ab. Das ist halt das Tolle, dass du ihn überall hinrollern kannst. Das heißt, ich roller den dann meinetwegen hier in die Ecke zum Beispiel. Dann stört er nicht so doll. Wenn er gebraucht wird, kannst du ihn rausrollern. Das geht ganz schnell. Dann habe ich hier einfach auch diese Boxen. Da habe ich jetzt ein paar Spitzer drin. Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Spitzer haben. Aber das sammelt sich halt auch eben an bei 4 Kindern. Dann geht mal einer verloren und dann kauft man einen neuen und dann findet man ihn doch wieder. So. Und Radiergummis sind da auch drin. Das ist jetzt nicht so spannend für Anastasia. Deswegen habe ich das auch hier oben drin. Sie kommt ja eher an hier so die Fächer dran. Dann habe ich hier ein paar Buntstifte. Das sind alles alte Buntstifte von Clara Elisa. Diese dicken Dinger, das sind so Doppeltfarben. Die habe ich hier in der Box. Genau, da kann sie sich dann immer bedienen. Das ist dann auch auf Höhe vom Tisch. Und dann kann sie sich den mal rausholen, kann da malen. Weil der Tisch ist ja relativ klein. Da habe ich mich auch schon beschwert bei Justus. Aber er will jetzt auch kein Monstrum hier im Wohnzimmer stehen haben. Verstehe ich auch. Und dann haben wir hier noch ein paar Wachsmaler drin. Damit malt sie eigentlich
gar nicht. Aber es sind halt auch so alte Dinger noch von Johann Klar. Die mussten sie damals auch für die Schule kaufen. Hier unten haben wir dann noch, oh, das ist ja einer, so eine riesen XXL-Bügelperle. Denn normalerweise sind die ja so klein. Aber die sind halt noch sehr klein. Und ich habe jetzt für Anastasia diese großen gekauft. Anastasia hatte ja letztens ihr Entwicklungsgespräch in der Kita. Beziehungsweise ich hatte das Gespräch. Also ich bin hingegangen und dann hat mir die Erzieherin einfach gesagt oder gezeigt, was Anastasia jetzt kann, wie weit sie von ihrer Entwicklung ist. Und das war irgendwie so ein Bild, was sie ausgemalt hat, so von einer Schnecke. Also da waren halt wirklich unfassbar viele kleine Kästchen und alles, was sie kann, wurde ausgemalt und alles, was sie nicht kann, wurde nicht ausgemalt. Und die Erzieherin meinte schon, ja, also bei ihr wurde ja sehr viel ausgemalt. Und eine Sache, die sie halt auch selbst gar nicht überprüfen konnte, hatte sie nicht ausgemalt, und zwar, ob sie so ganz kleine Sachen auf so einen Faden zum Beispiel aufstecken kann. Oder was man eben auch prüfen kann, ist, ob sie eben solche Bügelperlen machen kann. Das ist vom Prinzip wohl dasselbe. Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich auch gar nicht, weil wir sowas eigentlich zu Hause haben, diese Bügelperlen. Aber wir das eigentlich noch nie ausprobiert haben mit ihr. Und dann war ich voll gespannt. Bin ich nach Hause gekommen, habe direkt das mit ihr ausprobiert. Und dann hat sie auch direkt ihr erstes Bügelbild gemacht. Also Bild. Sie hat einfach den Kreis gemacht. Ja, fand ich richtig schön. Also auch die Rückkopplung aus dem Kindergarten, dass das ja toll entwickelt ist. Bin ich mal ganz stolz. Also alle Bereiche kamen darin eben vor, ne? Also motorisch, natürlich Feinmotorik, Grobmotorik, dann auch dieses Soziale miteinander, emotionale und auch Sprache natürlich. Nicht nur, ob sie die Sachen versteht, sondern ob sie die auch umsetzen kann, und zwar nacheinander. Also wenn die Erzieherin zum Beispiel sagt, ja, bring deinen Teller jetzt einmal zum Wagen und dann dein Glas in die Küche, dass die Kinder das tatsächlich danach auch machen können. Weil viele verstehen das wohl nur, aber können das nicht umsetzen. Irgendwie so hat sie mir das erklärt. Ja, fand ich super spannend. Ich finde sowas sowieso sehr spannend, alles was mit dem Thema Erziehung und auch Entwicklung der Kinder zu tun hat. Hier unten habe ich auch noch so ein paar Sachen, auch noch von den Großen, ja, zum Abpausen. Das hat sie auch schon gemacht tatsächlich. Warte, vielleicht kann ich dir das zeigen. Irgendwo hat sie das doch gemacht. Und zwar hat sie sich selbst, also niemand hat ihr das gezeigt, auch mit diesen Gesichtern hat ihr das niemand gezeigt. Ne? Sie hat sich einfach selbst diesen Bären genommen, das ist so ein Salzteigbär von Elisa noch, ich weiß gar nicht, wo sie den her hat. Und dann hat sie den auf das Papier gemacht und dann hat sie angefangen, ihn zu ummalen. Das fand ich auch so krass, das habe ich gesehen und dachte, hä? Eieiei, fliegen einfach immer so viele Blätter rum. Bisschen unordentlich hier immer, aber es ist mir egal. Es gibt einfach Wichtigeres. Oh! Ein Junge. Ein Junge ist das? Ja. Traurig. Traurig ist er? Nein, der freut sich doch. Ohr. Ein Ohr? Noch ein Ohr. Aha. Haare. Haare. Süß! Sieht toll aus, Anastasia. Ja, genau. Schmeiß. Eine Seite. Eine andere Seite? Brauchst du schon eine neue Seite? Kannst du nochmal schieben? Oh, okay. Das musst du mal ganz nah ran für Anastasia. So. Auge. Auge, Nase, Ohr, Haare, 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 Haare. Schön. Und dann mein Buch. Das war mein Buch. Oh, was macht das denn da drin? Das war mein Buch, oder? Oh, guck mal, hast du das dran gemalt, Anastasia? Ja. Ach, das hatten wir ja, glaube ich, sogar bei der U bekommen. Stimmt, das Buch hatten wir vom Kinderarzt bekommen, dass wir das lesen sollen. Das ist ja auch... Das ist ja noch ein Pinsel, guck mal. Ja, du hast ganz viele Pinsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Eins. Du brauchst aber noch Wasser, ne? Anastasia. Ja. Nur mit Pinsel geht das nicht. Brauchst du auf jeden Fall noch Wasser. Ich brauch noch einen Becher. Holst du einen Becher? Ich hab hier meinen Becher. Ja, zeig mir mal deinen Becher. Den suche ich nämlich schon. Wo ist der denn? Oben. Oben ist der. Ach so. Ich werde jetzt noch ein bisschen beschäftigt sein mit Koffer packen. Ich habe meinen Koffer noch gar nicht gepackt. Ich mache wieder die letzte. Und dann, ja, müssen wir hier alles einmal bereit machen, dass wir losziehen können. Mitten in der Nacht schon wieder, ne? Aber vielleicht überlegt es sich Justus nochmal anders. Ich werde dich auf jeden Fall mitnehmen auf unsere Reise. Aber für jetzt verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ich hab Wasser, Mami. Hast du Wasser geholt?